Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Night of the Dead hier auf Dunnebert TV. Wir sind an der richtigen Mine angekommen diesmal. Okay, also wir sollen da rein, um einen Transmitter zu bauen. Dann gehen wir jetzt erstmal durch, gucken nach dem Transmitter, räumen ein bisschen auf, probieren die neue Mod aus. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig gezeigt habe in der letzten Folge. Wir haben ja in der einen Teilebox diese Stromerzeuger-Mod gefunden, die mir auch sehr ans Herz gelegt wurde in der letzten Staffel schon, dass die auch gerade in dieser Waffe hier richtig Laune macht. Und man sieht es hier auch schon direkt, das stunt die Gegner. Da machen die einfach gar nichts mehr. Das ist schon richtig cool. Und durch das Tier-Upgrade machen wir jetzt auch noch mehr Damage. Also von daher sollten wir hier eigentlich ganz cremig durchkommen. Habe ich eigentlich gespeichert? Bin mir gerade nicht sicher. Holen wir das gerade nach. So, hier soll eine richtige Werkstation drin sein, wenn ich die Quest richtig verstanden habe. So, da meine Taschen voll sind, lasse ich Loot und Krempe jetzt erstmal stehen. Oh, der hält aber was aus da, der Breite. Jetzt hat er's. Und hier ist schon wieder so eine Kante, wo man hängen bleibt. Sowas finde ich immer blöd. Da ist eine Belohnungsbox. Und hier geht's weiter. Sehr schön. Sind wir immer noch nicht an der richtigen Stelle angekommen? Da müssen wir lang. Ich laufe jetzt einfach erstmal durch. Aufräumen tun wir gleich alles, was mitgekommen ist. Ja, genau hier. Ich erinnere mich wieder. Hier links hängt das Schild an der Wand, da oben. Und hier ist die Schmiede. Jetzt bin ich gespannt. Da hinten ist eine Werkbank. Ich sehe das wohl. Guck mal, der bleibt einfach stehen die ganze Zeit. Das finde ich cool. So. Das sieht gut aus. Ruhe haben wir auch. Oh ja, die sieht doch ganz nett aus. Sender herstellen. Da brauchen wir die beiden Teile für. Die haben wir. Und da geht's auch schon los. Now that we have the transmitter, let's head to the communication room in the basement. But to access it, we'll need a card key. I've heard that Sergeant Bradley Turner went to the shipyard trying to escape from this island. If he's still at the shipyard, we might be able to use his card key to get into the communication room. Hoping he got left behind. Let's hurry to the shipyard. Zur Schiffswerft. Ja, guck mal. Das ist die nächste Location mit dem Buch. Wir haben mal wieder eine Axt bekommen mit 53 Gummiharz. Lassen wir auch bleiben. Also dann behalte ich immer noch die, die ich habe. Juti, dann werde ich jetzt hier nochmal ein bisschen Material sammeln. Wir gehen jetzt nicht zusammen noch tiefer rein in die Höhle oder beziehungsweise in die Mine, weil letzten Endes, ich kann eh nicht großartig looten. Da macht es auch keinen großartigen Sinn, mir die ganzen Dinge anzugucken. Ich hole jetzt hier noch ein paar Erze. Dann fahre ich rüber zur anderen Mine, hole euch dazu zum Aufwerten und dann sehen wir uns an der Schiffswerft wieder und machen da mit der Quest weiter. However, if you fail to land a hit even for a split second, the accumulated damage decreases. Make sure the attack doesn't stop. Okay. Wir wollten jetzt gerade noch mal rausgehen, um Äste zu holen, damit ich die andere Waffe noch aufwerten kann. Ich konnte jetzt hier noch mal einen Tisch aufbauen. Ich werde aber jetzt doch nicht mehr meinen Zahnstocher hier aufwerten, sondern dieses Ding, weil ich habe gehört, dass das hier die beste Waffe im Spiel sein soll. Und die werden wir jetzt direkt mal ausprobieren und auch noch direkt mit plus 10 alle Statistiken. 3 Teile Steckdose, das ist der Hammer, glaube ich. Aber
wir gucken mal. So, das heißt, ich nehme jetzt erstmal aus dem Dingen hier. Hier nehmen wir jetzt den Dorngriff raus für die Stabilität. Nö, macht eigentlich keinen Sinn. Ich nehme die Dinger nehme ich raus. Angriffsgeschwindigkeit finde ich, glaube ich, ganz wichtig. So, und dann kriegt er die Säge für die Blutung, den Stromerzeuger und die Angriffsgeschwindigkeit. Damit sollte die Waffe dann schon mal ordentlich auf Trab sein. Und dann hole ich jetzt noch mal ein paar Äste und hole euch gleich wieder dazu, wenn wir die aufwerten. Beziehungsweise, nö, wir testen die jetzt erstmal. Wenn ich sie dann wiederfinde, da ist sie. Ei, caramba. Also, die sieht schon geil aus. Wie sieht das so? Oha. Okay, und der Name ist auch höchst interessant. Ich weiß nicht, ob es eben aufgefallen ist. Das Ding heißt Darmmassagegerät. Das ist schon übel. Okay, nee, so geht's nicht. Au, die haut aber mächtig rein und die ist noch nicht mal aufgewertet, Leute. Die ist noch nicht mal aufgewertet. Weder in der Tierstufe noch, welche Tierstufe hatten die überhaupt? Tier 3 schon, okay. Das heißt, die kann ich sowieso noch nicht aufwerten. Okay, ich kann mir vorstellen, dass damit die Bosse auch noch mal um einiges besser gehen. So, dann gucken wir mal. Ich gerade den Hinweis, ich soll sie mit dem Luftverstärker, mit dem Attack Speed und der Blitzexplosion sockeln. Mal gleich mal eben gucken, was ich jetzt gerade drauf habe. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie die Dinger alle heißen, aber ich glaube nicht die Sachen, die mir empfohlen wurden. So, wir haben aktuell drauf den Kettengriff. Achso, das muss ich dann so machen. So, und hier kann ich es dann sehen. 5% Angriffsgeschwindigkeit passt schon mal. Schockchance beim Angriff. Diese elektrische Explosion, das ist wahrscheinlich die dritte, die gemeint ist. Der Luftverstärker, was macht der denn? Ach, die Rückschlagchance beim Angriff. Okay, ja, muss ich mal gucken, ob ich die Dinger zu Hause habe. Dann würde ich die auf jeden Fall da drauf packen, ansonsten eben hinten. So, und dann wird mir auch gerade gesagt, wenn die auf Stufe 10 ist, brauche ich nichts anderes mehr. Für Bosse, für Steine, für Bäume. Also die scheint wohl, ich laufe in die falsche Richtung, scheint wohl total overpowered zu sein, die Waffe. Gefällt mir, aber ist nicht schlimm. Ich mag overpowered, wenn ich es habe. Bis gleich. Wir sind angekommen. Und zwar bei einer Location für das weitere Rucksackbuch, Porterbuch. Hier in dieser Fabrik bekommt man das. Wir müssen hier oben hin. Deswegen habe ich jetzt hier gerade angehalten, weil wir da eh gerade dran vorbeikommen. Und ich habe mich dazu entschieden, diese Waffen hier jetzt nicht nochmal aufzuwerten in der Schmiede, weil die sind schon Tier 3. Dementsprechend brauchen wir dafür schon mehr Goldbarren, die ich gerade nicht am Mann habe. Deswegen habe ich das ausfallen lassen. Ich habe sie aber schon an dem Ausrüstungstisch auf plus 3 aufgewertet. Plus 4 kriegen wir eventuell auch hin, sofern ich denn noch einen Fuchs finde unterwegs. Dann würde ich sie da auch nochmal eine Stufe hochsetzen. War das hier drin, das Buch? Ich glaube. Räumen wir erstmal kurz auf. Also die Waffen sind echt abnormal. Nee, das war es nicht. Ja, war das doch in dem Gebäude daneben. Oder liegt es hier? Hier liegt's. Sehr schön. Damit haben wir schon mal die nächste Rucksackerweiterung. Wir sind am Hafen angekommen. Der befindet sich hier unten. Und da holen wir uns jetzt erstmal noch ein Buch. Und dann gibt es hier noch einen Hinweis, den wir gleich suchen müssen. Ich prügel uns hier jetzt einfach erstmal schnell in Richtung Buch. Und vielleicht finden wir unterwegs den Hinweis schon. Und wenn nicht, gucke ich gleich nochmal im Journal, wo das Ding ist. Ich habe leider noch keinen Fuchs gefunden. Deswegen konnte ich da noch keine Aufwertung machen. So, hier drin war es, und zwar genau hier. Das Inventar ist schon wieder voll. Die Kirsche esse ich, das Buch nehme ich. Und jetzt gucken wir mal, wo sollen wir hier hin? Guck mal, das ist schon erledigt, ja? Okay, ich weiß, wo das ist. Da sind wir schon dran vorbeigelaufen.
Habe ich die Tür jetzt verpasst? Ja, hier ist er. So, und dann ist der... Nee, ist doch nicht hier drin. Ich war mir ziemlich sicher, dass das hier die Location ist, wo er sein sollte. Aber dann müssen wir doch noch mal weiter gucken. So groß ist das Gelände ja nicht. Naja gut, vielleicht doch. Wir gucken mal eben. Koordinatentechnisch 41, 2, 174, 04. Ah, ist nur der Strauß. 41, 2, 174, 04. Also irgendwo hier so. In dem Gebäude da wahrscheinlich. Ja. Guck mal, in den beiden Gebäuden war ich jetzt schon drin. Wir gucken jetzt mal hier rein. Irgendwo hier muss es ja sein. Sieht aber auch nicht so aus. Oder gab es hier noch einen weiteren Eingang? Hm. Mal gleich nochmal gucken. Habe ich mich jetzt mit den Koordinaten vertan? Ganz ausschließen würde ich das jetzt nicht. Da war mal drin, vielleicht hier. Komm ich nicht rein. Da. Das sieht vielversprechend aus. Hier die Leiter hoch. Da ist er. Und Inventar ist schon wieder voll. Okay, die Waffe ist echt der Überflieger. Also, was schmeiße ich weg? Ich schmeiße weg die Samen. Die braucht kein Mensch. Sergeant Bradley, I find myself meeting you as nothing but a corpse in the end. If he had successfully protected Dr. David and reported the vital information to our homeland, perhaps our future would have unfolded differently. But his frail spirit led him to defeat. Seems like a fitting end for him. I would appreciate it if you took this as a lesson to avoid meeting a similar fate, aiming for a more favorable outcome. Now that we have everything we need, let's head to the communication room in the basement and fix that radar. Now that we have everything we need, let's head to the communication room in the basement and fix that radar. Radarstation erreicht. Ich zeig's nochmal auf der Map, auch wenn wir schon mal hier waren. Die ist hier vorne. Und hier haben wir jetzt so ein paar Sachen, die wir erledigen sollen. Und zwar sollen wir einmal in den Keller gehen. Da war ich, glaube ich, noch nie drin. Mal gucken, ob wir einen Eingang dafür erstmal finden. Jetzt lasse ich nur das Motorrad mit. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher. So, fahren wir einmal hier lang. Hier ist kein Kellereingang. Hier könnte einer sein, aber hier komme ich so nicht durch. Aber da vorne. Bin mir auch nicht sicher, ob das überhaupt in diesem Berg hier drin ist. Aber da ist er doch, oder? Ja, das ist genau der. Und das ist auch schon direkt die Tür. Oha. Der Dungeon, Leute. Sind wir doch... Ist das schon wieder rot? Nee. Kugelsicherer Helm. Ja, guck mal, den kann ich mir schon mal auf den Kopf ziehen. Dann nimmt keinen Inventarplatz weg. Zack. Sieht zwar nicht so super schick aus, aber ist egal.
Ja gut, dann gehen wir da jetzt einfach mal rein und gucken. Ich hatte jetzt eigentlich das so verstanden, dass ich hier noch was tun muss, aber offensichtlich nicht. Dann gehen wir einfach mal rein. So, auf geht's. What an impressive bunker. Naturally, I'd expect a fair share of zombies in such a place. Subterranean facilities always seem packed with undead. I wonder if there's a tantalizing smell down there. Let's head to the communication room on the third basement. We can't afford to waste any more time. So großartig looten brauche ich hier nicht, weil ich habe eh keinen Platz in der Tasche. So. Gucken wir mal weiter. So, wir sollen als erstes in die dritte Etage, sagt er. Ey, diese Waffe ist der echte Wahnsinn, oder? Die Zombies wehren sich ja nicht mal mehr. So, aber der Bunker sieht cool aus, muss ich sagen. Also ich höre gerade, in den grünen Kisten gibt es Wands. Die loote ich dann schon mal. Oh, da ist ein Flammenwerfer. So viel dazu. So, dritte Etage. Kann ich nichts mitmachen. Da war ich jetzt schon drin. Da war ich schon drin. Dann geht es hier weiter. Wie schnell man einfach auch ist mit den Dingern, ne? Apropos, was mir gerade noch einfällt. Ich habe hier noch Buff-Food, was ich loswerden will. Und zwar einmal das hier. Einmal das hier. Einmal das hier und noch einmal das hier. Kann sicherlich nicht schaden. Da ist eine Falle. Gucken wir erstmal hier lang. Noch so ein Flammenwerfer-Typ. Da gibt es ein paar von. Ah, okay, ich darf noch nicht weiter. Ich muss erst den Radarsensor reparieren. Also ist es vielleicht doch so, dass die Quest zweigeteilt ist hier. Beziehungsweise das Dungeon. Ich hoffe nur, dass man das nicht jedes Mal machen muss. Schauen wir mal. Ich habe ja nur einen von diesen Reparatursätzen. So, dritte Ebene, sagt er. Wie schnell der einfach down war gerade. Alles nur Müll, was ich hier kriege. Die Waffe ist schon cool, muss ich sagen. Also die gefällt mir. Aber die wird das Spiel wahrscheinlich auf Dauer ein bisschen eintönig machen. Weil, ja. Weiß nicht, wie es nachher beim Boss aussehen wird, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn die Waffe hier ein bisschen aufgemotzt ist, dann boxst du den Boss irgendwie einfach nieder. Guckt euch das mal an, selbst so einen schweren Kugelzombie, mit dem habe ich mit der Tier 2 Axt auf Stufe 4 schon bestimmt 6-7 Hits gebraucht, bis der weg war. Und es hat gedauert. Jetzt zerlege ich die Dinger einfach, als wäre es gar nichts. Ist nix. In den Kommentaren habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Klar, Wolverine-Style ist das hier. Finde ich cool.
Ich würde das so gerne in der First Person machen, aber man sieht halt wirklich... Erstmal sind die Dinger viel zu groß. Und wenn man die Zombies dann doch kommen lässt, die laufen halt immer in einen rein. Dann siehst du gar nichts mehr. Das finde ich echt ein bisschen schade. Also die First Person sollten sie in diesem Spiel nochmal irgendwie überarbeiten. Das kriegt man, glaube ich, besser hin. Geht's hier weiter? Sieht ganz so aus. Und vor allem, ich muss die Waffe nicht ständig wegstecken, weil ich laufe mit der Waffe in der Hand fast genauso schnell wie ohne. So, ist das die Etage, wo ich hin sollte? Hier kann ich nichts machen. Ich speichere mal. Okay, zwei Türen zur Auswahl. Tür Nummer 1. Das sieht aus wie ein Kontrollraum hier. Was suchen wir eigentlich? Ist das hier abgebildet? Den Kommunikationsraum brauchen wir. Der sieht aber gar nicht so schlecht aus. Aber ist es nicht. Schade, kann man nicht zerlegen, die Serverschränke. Hier haben wir nochmal eine Won-Kiste, die nehmen wir noch mit. Noch mehr Won-Kisten. Aber ich finde das auch schön, dass die sich einfach instant looten lassen. Und hier haben wir den Kommunikationsraum und da ist tatsächlich der Boss drin. Okay, also offensichtlich muss ich hier wohl beides tun. Da ist jetzt die Frage. Wir sind schon ein paar Minuten in der Folge drin. Ich würde sagen, wir machen das folgendermaßen. Ich speichere hier jetzt nochmal ordentlich ab. Und dann gehen wir da rein und gucken einfach mal, ob wir den jetzt auf die Schnelle hinkriegen. Ich kriege gerade noch die Mitteilung, dass ich irgendwo noch einen roten Drop habe liegen lassen. Nur einmal kurz, da liegt er tatsächlich. Cool, vielen Dank. Inventar ist voll, natürlich. Keine Steine werde ich wohl nicht brauchen. Berserkerwut. Berserker's Rage. As intimidating as its name suggests. Tier 4. Wields immense destructive power. Every strike will feel like a critical hit, dealing massive damage. But with great power comes great responsibility. The damage taken by its user also increases significantly. Truly befitting of a real berserker. It's the perfect weapon for soldiers willing to embrace risk for the sake of maximizing their destructive potential. Are you ready? Offensichtlich. Probieren wir auch noch aus, bevor wir in den Bossraum reingehen. Zwei Händer. Oh, das ist schick. Die hätte ich mir jetzt wesentlich langsamer vorgestellt, die Waffe. So, komm, irgendwo prügeln hier noch ein paar Zombies rum. Müssen wir nur finden. Hier war noch eine Tür. Habe ich noch nicht reingeguckt. Ach, guck mal, da sind auch ein paar Zombies. Oh. Okay. Habe ich bis jetzt nur die blöden roten Waffen gekriegt? Kann das sein? Guckt euch das mal an. Ja, wobei Tier 4 ist natürlich schon wieder ein Unterschied, ne? Das ist echt ein schickes Teil, muss ich sagen. Ja, dann können wir gleich beim Boss mal beide ausprobieren, wenn er uns denn lässt. Gucken wir mal. Oh, ich muss meine Waffe auch mal reparieren. Meine Damenmassage. Habe ich hier eine Militäruniform. Wo ist das Ding? Kommt dahin. Das Ding kommt dann dahin. So, dann habe ich den ganzen Krempel. Dann hätte ich trotzdem gerne irgendwelche Feuerwaffen. Und zwar die Schrotflinte, dafür habe ich gut Munition dabei. Die Pistole, dafür habe ich gut Munition dabei. Sprit habe ich keinen, Granaten habe ich auch keine. Maschinenpistole habe ich ein bisschen. 26 Schuss, das kann man auch eigentlich vernachlässigen. Das reicht, damit gehen wir ins Endgame, würde ich sagen. Und gucken mal, ob wir den hier vom Tisch kriegen. Okay, mit der Axt ist man aber wesentlich langsamer unterwegs.
und ich muss noch was wegwerfen, damit ich meine Waffen auch wegtun kann. Wie wäre es mit ein bisschen Schießpulver? Und dann machen wir mal einen Versuch. Mal gucken, ob es klappt. Also, mir wurde jetzt im Chat schon gesagt, ich könnte da jetzt einfach reingehen und den hiermit einfach kaputt machen. Das will ich nicht. Ich will ja wissen, was der kann. Okay, er kann schießen. Was war das? Irgendwie habe ich noch nicht ganz raus, was das für Moves sind. Ich weiß nicht, wann der mich angreift und wann nicht. Okay, Blitzdings. Arms. Der trifft mich gar nicht. Also ich denke, ich soll den Raum hier reparieren. Wenn der alles kaputt macht, kann ich das nicht. Oh, oh. Ei, Karamba. Alles klar. Hatte ich noch hier Schokoriegel? Wenn ich sie finde. Da. Okay. Dann mach was, Kollege. Er macht doch schon wieder irgendwas. So, jetzt probieren wir nochmal die... Aua! Oh oh, das ist nicht cool. Was zum Henker? Was war denn das? Natürlich trifft er mich. Okay, der macht ganz schön fiese Moves auf jeden Fall. Jetzt, das war's. Das war's noch nicht. Das war's. Aber ich würde sagen, mit dem setzen wir uns in der nächsten Folge weiter auseinander. An dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Abos, die Likes und die Kommentare. Und ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal, hoffentlich zum Besiegen dieses netten Herrn, wieder einschaltet. Macht's gut. Tschüss.